Hallo, willkommen auf dem Wasser, strahlender Sonnenschein. Mein Name ist Romano aus dem Support. Ich bin der Fishing-Spezialist, der Spezialist alles rund ums Echolot. Wir wollen euch heute mal zeigen, was man aus unserer Technik mit ein paar kleinen Handgriffen herausholen kann. Wir haben euch einmal mitgebracht unser Striker Vivid. Das ist ein klassisches Einsteiger-Echolot, unser Fischfinder mit integriertem GPS. Und wir haben euch Geberstangen mitgebracht mit den Settings, mit dem Aufbau. Wollen wir euch zeigen, wie wir es besser an Performance herausholen. Um die Performance so eines Geräts optimal zu gewährleisten, gibt es schon grundlegende Sachen. Bei so einem Portable-Set, wir haben hier einen Koffer mit einem integrierten Akku, sodass wir unser Gerät auch mal wie heute hier mit auf ein Schlauchboot oder ein Angelboot nehmen können. Meistens hat man da portable Geberstangen, hier in dem Fall halt eine Edelstahl-Geberstange, die ihr beim Händler eures Vertrauens bekommt. Bei der Geberinstallation ist es halt sehr wichtig, darauf zu achten, wie bauen wir den an. Zu der Schraubendrehrichtung des Motors ist erstmal zu sagen, wenn der Motor links rum dreht, kommt der Geber auf die linke Seite des Motors, dreht der Motor rechts herum, kommt der Geber auf die rechte Seite des Motors. Warum das alles? Unsere Geber sind 3-in-1 Geber. Wir haben ein traditionelles Echolot, 2D, wie es jeder kennt, unser Clearview und unser Sideview. Bei dem Sideview, ganz wichtig zu beachten, das schaut bis unter die Wasseroberfläche. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass im Bereich neben dem Geber keine Objekte im Weg stehen. Daher haben wir den Geber hier an der Konsole auch einmal umgedreht und haben somit die Möglichkeit, den Geber fast unterm Boot zu platzieren. So steht der halt nicht direkt neben der Motorgondel. Wir haben hier einen kleinen E-Motor, ja, und holen uns hier keine Störungen mit ins Bild. Der Geber ist vorne halt etwas rund, an der Hinterseite etwas abgeflacht. Das Geberkabel wird dann einfach über die Bordwand geführt. Ich bin kein Freund von Kabelbindern, daher hier diese schönen Clips. Weil warum? Kabelbinder schneiden sich in die Kabel ein und machen das Kabel eventuell kaputt. Hier sind 12 feine Adern drin. Kann man nur empfehlen, entweder Kleberband, Isoband oder hier im besten Fall so eine kleine Clips zu nehmen, weil die kann man halt, wenn man die Geberstange zur Seite packt, auch einfach mal abmachen oder verändern von der Lage her, wenn das Boot eben flacher ist, höher ist und man die Geberstange verstellen möchte. Die Geberstange sollte möglichst gerade ausgerichtet sein. Schaut, dass die ein bisschen lotrecht ins Wasser geht und dass der Geber möglichst parallel zur Wasseroberfläche ausgerichtet ist. Ja, das holt euch das Beste an Performance heraus. Bei uns jetzt hier, wir haben ja einen kleinen E-Motor, den Geber, wie gesagt, an der Geberstange umgedreht. Wenn wir den Motor vom Trimwinkel her etwas nach oben klappen, können wir immer noch sehr gut fahren, aber haben optimale Bilder im Sideview. Wir hatten euch das jetzt gezeigt am GT56. Der GT56 ist hier nicht für das Striker Vivid geeignet. Wir bauen jetzt hier gleich mal einmal um auf den kompatiblen GT52. Warum haben wir den GT56 bei? Wir haben natürlich auch ein Gerät dafür bei. Wir haben unser Echomap UHD 2 in 9 Zoll mit dabei und können euch damit nachher noch mal ein paar interessante Vergleichsbilder zeigen. Hier haben wir jetzt unser Striker Vivid 9 SV. SV bedeutet, wir haben ein Gerät, was die Funktion Sideview mit unterstützt. Zu dem Sideview kommt das traditionelle Echolot und Clearview. Da wollen wir mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich möchte euch mal erklären, was sich dahinter so verbirgt. Das traditionelle Echolot, was unser Gerät mit anbietet, kennt eventuell fast jeder bzw. die meisten. Wir haben hier unseren Gewässergrund zu sehen, der sich jetzt nach und nach aufbaut und eventuell Fischsicheln oder Kraut. Beim traditionellen Echolot, das verhält sich so, wir haben einen konischen Geberkegel, der sich von der Wasseroberfläche, also dem Geberkegel oder dem Geber direkt bis zum Gewässeruntergrund ausbreitet. Jeder Fisch, der da durchschwimmt, erzeugt halt mit seiner Schwimmblase eine Fischsichel. Genaue Details bekommt man hiermit halt nicht. Man bekommt auch keine Informationen darüber, ist der Fisch jetzt gerade vor dem Boot,
hinter dem Boot, rechts oder links. Dazu brauchen wir weitere Technologien, die unser Gerät halt auch mit anbietet. In der ClearView-Darstellung, ich erkläre es immer gerne so, haben wir eine fotorealistische Darstellung, vergleichbar mit einem MRT. Wenn wir weiter switchen im Menü, haben wir unser SideView. Nochmal, unser Gerät ist ein SideView-Modell SV. Hier haben wir die Sicht über den Grund. Auch wieder, wie wir gerade beim ClearView schon gesagt haben, fotorealistische Darstellung. Auch wieder zu vergleichen mit dem MRT. Einen sehr schmalen Geberkegel, Geberwinkel, kaum 1 Grad breit, der durchs Wasser schneidet und mit geradem Kurs sich dann zu einem vollständigen Bild aufbaut. Bei dem Sideview ganz interessant, wir können sehr weit über Grund gucken. Wir können auch Fisch tatsächlich bis unter die Wasseroberfläche verfolgen. Wir hatten es ja vorhin bei der Installation schon nochmal, dass der Geberwinkel wirklich bis unter die Wasseroberfläche reicht. Das ist immer sehr interessant. Wir gucken halt wirklich echt viel weit, können viel Fläche uns schnell einen Überblick über Strukturen und ein Gewässer halt damit verschaffen. Interessanteste Technik mag ich eigentlich am liebsten. Dann möchte ich euch mal meine favorisierten Einstellungen zeigen. Hier am 9 Zoll Gerät halt für mich optimal, gerade für euch als Karpfenangler, sage ich mal. Wir sind ein bisschen minimalistisch unterwegs, wir wollen keine großen Akkus mit uns rumschleppen. Es ist eine perfekte Größe. Es ist kompakt, sodass man es im Schlauchboot gut handeln kann und wir können das Display sehr gut ablesen. Wenn ich euch was über meine favorisierten Ansichten erzählen darf, ich nutze gerne Einstellungen in einem Splitscreen bzw. in einer Kombination, die wir uns am Gerät frei erstellen können. Mein Favorit ist hier die Anordnung, dass wir ein Sideview haben. Warum Sideview? Um uns schnellstmöglich einen guten Überblick über ein Gewässer zu machen, um Strukturen zu finden, um Fische zu finden. Warum ein traditionelles Echolot? Hier habe ich eine sehr gute Technologie, um Bodenhärte, weichere Bodenflächen zu erkennen, Muschelbänke zu erkennen. Hier haben wir jetzt unser Gerät so eingestellt, dass wir sogar ein Doppelecho haben. Doppelecho bedeutet ja, dass wir einen sehr harten Boden haben. Das Signal wird doppelt reflektiert. Ist für mich immer perfekt. Und eine Karte. Warum die Karte? So kann ich sehen, wo war ich schon, wo will ich nochmal hin. Ich kann mir schnell einen Wegpunkt setzen. Ich kann nochmal meine Route zurückverfolgen. Gerade wenn ich was Interessantes entdeckt habe und nochmal genau feststellen möchte, was war es. Überfahre ich die Struktur aus unterschiedlichen Richtungen, wenn ich dann halt meine Tracklinie, die ich die ganze Zeit halt mit aufzeichne, zurückverfolge oder überkreuze, kann ich da nochmal ein optimales Bild herausholen aus dem Gerät. Nachdem wir das Gerät auspacken, out of the box, funktioniert das erstmal sofort. Wir haben automatische Einstellungen, das Gerät passt sich in seinen größten Funktionen selbst an. Aber wir können mit ein paar kleinen Tipps und Tricks noch ein bisschen was rauskitzeln und halt auch Informationen sammeln, die wir sonst nicht erhalten. Da gehen wir mal ein bisschen hin. Wenn wir jetzt über unser Echolot-Menü gehen, wir haben jetzt hier ein traditionelles Echolot in der Farbe Blau in dem Fall. Hier könnte man die Farbpalette noch anpassen, je nach Belieben, wer andere Farben mag. Blau ist hier mein absoluter Favorit. Fangen wir mal mit dem Bereich an. Der Bereich ist unser erster Menüpunkt. Hier, wie ihr seht, ist die Automatik aktiviert. Könnte man in den manuellen Bereich wechseln. Warum sollte man das machen? Ja, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir den Bereich manuell anpassen, ich stelle hier gerne die doppelte Wassertiefe ein, können wir nochmal als zusätzlichen Indikator für den Boden ein Doppelecho nutzen. Je nachdem, wie hart der Gewässeruntergrund ist, entsteht ein Doppelecho unter der eigentlichen Bodenlinie. Ja, wir haben ja jetzt 3,40 Meter Wassertiefe, wie wir hier sehen an unserer Skalierung. Und halt in doppelter Tiefe bildet sich genau ein Echolot nochmal ab, das sogenannte Doppel-Echolot. Hier wird einfach von einem harten Boden das Echo hin und her reflektiert, was bei der Spotsuche nochmal zusätzlich gut sein kann. Zu der Doppel-Echolot-Schicht sehen wir hier an der Seite der Darstellung
nochmal unseren A-Bereich. Das ist eine zusätzliche Funktion, wenn ihr euer Gerät halt dazu nutzen wollt, Montagen auszubringen, eure Montagen abzulegen, Kanten gezielt zu finden. Ist das so eine Momentaufnahme, die wir ganz einfach über das Echolot-Menü in den Einstellungen der Darstellung A-Bereich aktivieren können. Weiter sehen wir hier auch noch den Menüpunkt Farbschema. Wie wir ja gesagt haben, mein Favorit ist hier blau. Wir haben hier noch unterschiedlichste Varianten, um durchzuswitchen. Wenn man jetzt gelb möchte, gerade halt, sag mal, bei großer Sonneneinstrahlung kann es manchmal vom Vorteil sein, dass man diese Farbpalette dann nutzt. Aber wir bleiben bei meinem Favoriten, blau. Die Frequenz haben wir hier auf Chirp gewählt. Ist eine perfekte Einstellung, ist immer, sage ich mal, ein guter Kompromiss aus einem möglichst großen Geberkegel, der weite Tiefen erreicht, und einem sehr kleinen Geberkegel und einer sehr hohen Frequenz, die ein möglichst scharfes, gutes Bild darstellt. Kann man auf Chirp lassen. In den tieferen Einstellungen, auch hier die Verstärkung, haben wir nochmal die Möglichkeit anzupassen. Wenn wir ein sehr trübes Wasser haben, haben wir unseren Verstärkungswert. In der Automatik funktioniert es sehr gut, braucht man eigentlich nicht viel machen. Wenn das Bild halt durch die Sprungschicht, sage ich mal, gestört ist, man da versucht noch mal ein bisschen durchzugucken. Gerade jetzt halt im Sommer haben wir ja die Sprungschicht, die eventuell bei tieferen Gewässern das Echolot-Bild stört, kann man die damit halt ein bisschen rausfiltern. Dann gehen wir einfach mit dem Verstärkungswert ein bisschen runter. Ihr seht, es gehen Signale weg und man behält ein klareres Bild, aber Obacht, umso weiter ihr mit der Verstärkung halt runtergeht, umso mehr Informationen gehen euch am Ende auch flöten. Daher, mit der Automatik fahrt ihr sehr gut, ansonsten kann man damit auch immer mal ein bisschen ganz kleine Feinheiten rumspielen. Die Kegelbreite ist mit Verbindung Chirp immer auf 19 Grad festgelegt. Da seht ihr auch immer nochmal mit den 19 Grad. Bei 3,20 Meter Wassertiefe haben wir jetzt die Möglichkeit, über 3 Meter Geberkegeldurchmesser am Gewässergrund zu sehen. Jeder Fisch, der da durchschwimmt, den könnt ihr dann auch sehen. Auch für das Side-View möchte ich euch mal meine empfohlenen Einstellungen, die ich so mit meiner Zeit gesammelt habe, mit euch teilen. Meine Lieblingsfarbe ist hier ganz klar Bernstein. Wenn wir hier uns das Bild mal angucken, wir haben ja hier auch unseren Bereich. Zum Bereich ist halt zu sagen, dass wir immer einstellen können, Wassertiefe plus etwa 20 Meter. Also wenn wir 5 Meter Wassertiefe haben, können wir in den Bereich 20, 25 Meter einstellen, je nachdem, wie trübe gerade das Gewässer ist. Da muss man mal ein bisschen beobachten, wenn das Bild nach hinten raus dunkel wird, bringt es euch nichts, wenn ihr den Bereich sehr groß stellt. Dann drängt ihr nur den guten, sichtbaren Bereich auf einen engen Raum. Ziele gehen euch verloren. Das ist nicht so optimal. Zum Fahren ganz wichtig, immer schön beim Side-View einen geraden Kurs fahren. Fahrt eine gleichmäßige Geschwindigkeit. Unser Gerät kann euch die Geschwindigkeit anzeigen. Wir fahren jetzt hier gerade 2,6 km/h. Ja, da haben wir bei der automatischen Bildlaufgeschwindigkeit ein optimales Verhältnis aus Abtastungsrate und der Bootsgeschwindigkeit. Wenn wir uns die Einstellung von der Side-View-Geschichte mal einmal angucken, erstmal den Bereich, das war geklärt, dann haben wir unsere Helligkeit. Sicherlich denkt ihr jetzt, Helligkeit, warum soll ich das Bild jetzt noch heller oder dunkler machen? Die Helligkeit ist hier tatsächlich die Intensität, unser Gaspedal. Hiermit regeln wir tatsächlich die Power des Echolotes. Wenn wir hier mal mit dem Gas ein wenig höher gehen, seht ihr, unser Bild wird etwas heller. Wir können Ziele in der Distanz noch mal weiter vorheben. Hier ein bisschen mit Spielen probieren. Ziele können euch auch schnell überblenden. Hier wären wir jetzt vor der Darstellung viel zu hell. Ihr habt viel zu viel Gas, unser Bild überblendet. Ihr würdet keine Strukturen erkennen, keine Fische erkennen. Von daher gehen wir mal so runter aus der Erfahrung heraus. Werte so zwischen 70-75% sind da ganz gut. Als Gegenspieler für die Helligkeit unser Kontrast. Wie es jeder so kennt, den Kontrast,
Der stellt nochmal ein, wie klar sich Ziele abgrenzen. Hier kann man im Verhältnis zur Helligkeit nochmal ein bisschen höher gehen. Dann würden sich halt Fische, die in der Wassersäule stehen, die über Grund stehen, nochmal ein bisschen klarer abgrenzen. Hier jetzt für unsere Verhältnisse heute am Gewässer haben wir, fahren wir mit einem Prozentwert von 30%. Ganz gut. Ganz klar muss man dazu auch immer sagen, nicht jeder Tag ist gleich. Einstellungen gibt es immer, Standardeinstellungen gibt es immer, automatisch Einstellungen, die sehr gut passen. Wenn ihr mal versucht, euer Gerät ein bisschen zu optimieren, in den Einstellungen anzupassen, muss es halt auch so sein und muss euch auch bewusst sein, dass jeder Tag anders ist. Ja, also auch eine Gewässertemperaturunterschied von 5 Grad kann sehr viel am Echolotbild ausmachen. Wenn ihr Trübung des Gewässers habt, kann das sehr viel ausmachen. Hier kann man noch ein bisschen experimentieren. Wenn ihr euch mal unsicher seid, sind wir für euch immer da. Also nochmal, ich bin ja Mitarbeiter von Garmin, bin im Support für euch da. Wir sind ein Kollegenteam von 3 Leuten, die euch hier unterstützen bei euren Fragen. Macht gerne ein Bild eures Echolot-Bildes, ruft uns an, schickt uns Bilder. Wir helfen euch bei der Optimierung und holen mit euch gemeinsam das Optimum aus eurem Gerät heraus.